Hallo, herzlich willkommen zu meiner Montagslage. Ja, eine ganz spannende Woche steht uns wieder bevor. Ich starte gleich in Mannheim bei der Gesundheitsplattform Rhein-Neckar. Und da werde ich gemeinsam mit meinem Kollegen Manuel Lucha auch mal über die Ländergrenzen hinwegschauen. Und wir werden uns über innovative Lösungen im Gesundheitssystem austauschen, womit wir die Versorgung der Patientinnen und Patienten sichern können. Denn gute Ideen sollten nicht an Ländergrenzen Halt machen. Wir sollten hier voneinander profitieren, weil wir haben ein Ziel, was wir gemeinsam verfolgen. Das ist nämlich die gesundheitliche Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen. Und da sind uns alle innovativen und kreativen Ansätze willkommen. Und ich freue mich sehr über eine spannende Diskussion und hoffe, einiges davon auch für die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer mitzunehmen. Ja, über die Ländergrenzen hinweg ist ein gutes Stichwort. Ich werde am Donnerstagabend um 17 Uhr auch nochmal das Land Rheinland-Pfalz verlassen, um bei unseren Nachbarn in Nordrhein-Westfalen im Ortsverein Holzhausen das 100-jährige Jubiläum des Ortsvereins zu feiern. Ich bin total froh, dass ich dort die Festrede halten darf und mit den Genossinnen und Genossen feiern kann und einfach auch mal Danke sagen kann für ein so großartiges Engagement im Sinne unserer Sozialdemokratie. Und da komme ich doch gerne aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz einfach mal kurz rüber nach Holzhausen. Ja, am Freitag werden wir vielleicht feiern, vielleicht einfach auch nur uns wunderbar austauschen, denn dann kommt der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu uns ins Gesundheitsministerium und möchte dort unsere Gemeindeschwester Plus kennenlernen. Ja, und wir werden ihn auch mit einigen Gemeindeschwestern empfangen und er wird die Gelegenheit haben, sich aus erster Hand über dieses bundesweit einmalige Projekt, über diesen bundesweit einmaligen Ansatz zu informieren. Man sieht, die Gemeindeschwester Plus ist schon ein echter Exportschlager geworden, sodass nun auch schon der Bund sich für diese Idee interessiert. Ihr wisst nicht, was das ist? Nun, die Gemeindeschwester Plus kommt zu den hochbetagten Senioren, die noch nicht pflegebedürftig sind, aber die Unterstützung brauchen in ihrem Alltag, nach Hause und kümmert sich um die. Sie kümmert sich, sie hilft dabei, dass sie Unterstützungsangebote in der Gesellschaft teilnehmen können und sie hilft vor allen Dingen auch dabei, dass sie aus ihrer Einsamkeit herauskommen. Und das ist so ein wertvoller Ansatz, den wir wissenschaftlich auch haben evaluieren lassen. Das positive Feedback der Seniorinnen und Senioren ist wirklich beeindruckend. Und auch die Gemeindeschwestern sagen, ja, unsere Arbeit ist so präventiv wertvoll. Das ist ein ganz toller Ansatz, den wir hier in Rheinland-Pfalz auf den Weg gebracht haben. Und das war für uns auch der Grund zu sagen, wir weiten diesen tollen Ansatz aus und wir freuen uns, dass in diesem Jahr noch einige Kommunen mehr hinzukommen, bei denen die Gemeindeschwester Plus künftig unterwegs ist. Ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn wir auch den Bundesgesundheitsminister von unserer Idee begeistern können, denn bisher finanzieren wir als Land die Gemeindeschwester Plus komplett alleine, weil wir von der Idee überzeugt sind. Wir haben jetzt noch Unterstützung von den Krankenkassen bekommen, wofür wir sehr, sehr dankbar sind. Ja, und wir würden uns, wie gesagt, sehr freuen, wenn auch der Bund diesen Ansatz des präventiven Hausbesuchs aus dem Koalitionsvertrag in die Praxis umsetzt, weil dann könnten wir auch flächendeckend, sogar im ganzen Bundesgebiet, die wunderbare Gemeindeschwester Plus zum Einsatz kommen lassen. Also, ich bin gespannt. Seid einfach dabei in dieser Woche hier bei Facebook, Twitter oder Instagram. Macht's gut!